Herzlich willkommen. Also mein Vortrag geht über die automatische Schreiberidentifizierung und ich habe es ein bisschen fokussiert auf historische Dokumente. Der erste Teil wird allerdings auch eher genereller sein und der letzte Teil auch dann ist wieder ein bisschen ein anderer Drift. Nochmal kurz, arbeite in der Computer Vision Gruppe. Wir beschäftigen uns viel mit Computational Humanities, also der Computational Part von Digital Humanities. Da geht es unter anderem natürlich um Document Analysis. Da sind wir drei Leute im Team. Aber auch Kunst und Kunstgeschichte. Es sind zwei Projekte, die da gerade laufen. Ist auch sehr spannend. Und ein Projekt, was so ein bisschen eine Schnittstelle zu unserem medizinischen Part vom Lehrstuhl ist, nämlich Röntgenaufnahmen von Büchern. Also wenn man geschlossene Bücher hat und die wieder sozusagen ja, sichtbar zu machen und dann anschließend lesbar zu machen, ohne sie zu öffnen. Wir sind auch Teil von dem Time Machine Projekt und von dem Read Cooperation. Okay, für heute, erstmal fange ich mit Writer Identification an. Also nach einer Einführung geht es dann gleich irgendwie um die Methodik. Und anschließend habe ich an zwei Beispielen historische Dokumente betrachtet. Einmal an Briefen und an ein anderes Mal an Papyri-Data. Und zum Schluss will ich sozusagen noch ein bisschen die Brücke schlagen zu einer ganz neuen Anwendung, die wir gerade machen, nämlich der Handschriftgenerierung. Und bin ich schon auf Kommentare dann gespannt, was Sie meinen dazu. Okay, warum brauchen wir das Ganze? Also wir als Mensch, man kann sehr viele Fragen an ein Dokument natürlich stellen. Ja? Also wer hat es geschrieben? Ist eins davon, wie viele haben es geschrieben? Wo wurde es geschrieben? Wann wurde es geschrieben? Welche Schriftart wurde benutzt? Welche Dokumentenkategorie ist es? Ist es eine Urkunde oder ein Manuskript? Und das wird natürlich typischerweise von Geschichtswissenschaftlern oder auch, ja, wenn man jetzt im forensischen Bereich schaut, also wenn man jetzt eine Schreiberidentifizierung als forensischen Task auffasst, dann in diesem Bereich. Ein Problem ist dabei natürlich die Massendigitalisierung jetzt. Also für uns ist das super, aber wenn man dort jetzt natürlich Analysen machen will, dann ist es, wenn man die manuell machen will, einfach sehr kosten- und zeitintensiv. Deswegen, ich habe hier ein paar Zahlen gelistet, die sind jetzt auch schon wieder von Anfang diesen Jahres und sind jetzt wahrscheinlich auch schon weit über 200.000 allein Manuskripte. Also das sind jetzt ohne Briefe und so weiter gerechnet. Und um dort natürlich dann Wissen oder großflächiges Wissen anzuwenden, ist eine Methode, eben automatische oder semi-automatische Methoden zu benutzen. Kommen wir zurück zu den Fragen. Dann kann man die sozusagen für uns jetzt im Computational Humanities Bereich oder Dokumentenanalyse Bereich, kann man die dann aufgliedern in einer reinen Dokumentenklassifikation. Also wann, wo, Schriftart, Dokumentenkategorie, das wäre so klassisch Klassifikation. Dann, wer hat es geschrieben? Das ist eben Schreiberidentifikation. Das ist ein bisschen anders. Das werden wir auch dann später sehen, was ich damit meine, warum das anders als eine Klassifikation ist. Und dann natürlich gibt es noch die dritte Kategorie, was geschrieben wurde. Und das ist dann natürlich Handschrift bzw. Handschrifterkennung. Die meisten kennen es vielleicht auch einfach unter dem Stichwort OCR. Und der Talk heute wird hauptsächlich über Schreiberidentifizierung gehen. Gut, was meine ich denn mit Schreiberidentifizierung bzw. Retrieval? Ist ein bisschen schwierig zu übersetzen in Deutsch, also Schreibersuche ist vielleicht der passende Begriff. Also, wenn wir hier auf dieser Seite sozusagen ein Eingabebild haben und wir haben eine Datenbank, von der wir die Zuordnungen wissen, also zu jedem Sample in dieser Datenbank wissen wir den Schreiber, dann gibt es im Prinzip zwei Spielarten. Und das erste wäre eigentlich Klassifikation, ja, also, oder auch Schreiberidentifizierung als solche. Da gibt es so ein bisschen Begriffsschwierigkeiten oft. Also man kann Schreiberidentifizierung als alles sehen oder Schreiberidentifizierung nur als das, dass man ein bestimmtes Sample einer Klasse zuweist, also hier einem Schreiber.
Und im Gegensatz dazu ist Schreiber-Retrieval oder Schreiber-Suche was anderes. Hier wird die ganze Datenbank nach der Ähnlichkeit zu dem Eingabesample sortiert, sodass sozusagen die ersten, die wahrscheinlichsten Dokumente sind. Also wahrscheinlich der Schreiber zu diesem Dokument ist vermutlich der Schreiber zu meinem Ursprungsdokumenten. Das misst man dann in unterschiedlichen Metriken, aber das ist hier nicht so relevant. Ja. Also Mean Average Position im Prinzip gibt einem Ranking, also das misst sozusagen, wie gut das insgesamt das Ranking war. Während Top-1-Genauigkeit nur sagt, okay, der Erste ist auch wirklich der richtige Schreiber. So könnte das zum Beispiel in einer App ausschauen. Wir haben da so einen Prototypen mal gebastelt. Also jetzt hier so ein Papyrus, das wäre jetzt die Eingabe sozusagen. Und das wären die nächsten Nachbarn. Jetzt ein bisschen leider abgeschnitten, weil das ein bisschen zu groß ist hier. Aber nur so, damit Sie ein Gefühl haben. Ja, man könnte jetzt die erste hier, was weiß ich, der Schreiber hier war zwar Dioscorus, aber unser Algorithmus hätte jetzt Kyros 3 hier vorgeschlagen, dass das der ähnlichste dazu wäre. Das nur, wie es jetzt praktisch in der App ausschauen könnte. Man könnte dann natürlich noch weitergehen und dem Nutzer sozusagen Möglichkeiten überlassen. Es gibt ziemlich viele Herausforderungen. Warum ist das Ganze schwierig? Zum einen haben wir innerhalb des Schreibers eine sehr hohe Varianz. Das heißt, wenn ich jetzt ein Wort 9-mal schreiben würde, würde das immer unterschiedlich ausschauen. Natürlich ist das, je trainierter man ist und je sorgfältiger man schreibt, ist das natürlich geringer, diese Varianz. Aber wenn wir jetzt einfach nur so im alltäglichen Gebrauch schreiben, dann ist die sehr hoch. Und dann gibt es natürlich die Varianz zwischen den Schreibern. Die kann auch relativ gering sein. Wir wollen die natürlich so weit wie möglich maximieren, algorithmisch gesehen. Aber die kann, hier ist der Schreiber A, ist doch recht ähnlich zu Schreiber C, wo hingegen Schreiber B hier sehr weit entfernt ist. Dann gibt es natürlich äußere Faktoren. Also der Schrift schreibe ich jetzt mit einem Füller oder mit einem Bleistift. Ist ganz unterschiedlich. Genauso natürlich, ob ich jetzt auf Pergament schreibe, weil dann kann ich ja auch nur in bestimmte Richtungen schreiben. Oder schreibe ich ja auf ganz normalem Papier. Und dementsprechend gibt es natürlich auch Artefakte. Und Artefakte machen uns das Leben eigentlich immer schwer. Das sehen wir auch später noch. Wasserflecken, Risse, Falzen und so weiter. Das ist alles, was uns das Problem, also das Problem dann später schwierig macht, weil wir natürlich möglichst nur auf den Text gehen wollen und nicht jetzt halt nach den Hintergrundeigenschaften oder den Anzahl der Falzen oder so klassifizieren wollen. Gut, kommen wir schon zum methodischen Teil. Die Pipeline kann man so jetzt aufbauen. Also während meiner Dissertation habe ich das im Prinzip in 4 Teile zerlegt. Das Eingabebild, von dort geht es in einen Sampling-Schritt. Das heißt, wo, an welchen Stellen wollen wir Deskriptoren, also Merkmale extrahieren. Und diese Merkmale, das sind viele kleine lokale Merkmale, weil Schrift ist im Gegensatz zu einem Gesicht, hat ja keine Struktur. Deswegen wird man in der Regel viele kleine Merkmale extrahieren und die muss man zusammenfassen. Und das passiert in diesem Encoding-Schritt. Und anschließend berechnet man eine Ähnlichkeit. Da kann man zum Beispiel euklidische Distanz oder Cosinus-Distanz nehmen. Man kann aber auch ein bisschen fanciere Sachen nehmen wie Exemplar-SVM, die ich kurz mal vorstellen werde. Aber es kann sein, dass das vielleicht für viele jetzt schon ein bisschen zu advanced ist, aber dann später. Aber das ist ja nicht so wild. Kommen wir zum ersten Schritt, Sampling. Und typischerweise haben wir, das Eingabebild ist ja irgendwie ein Graustufen- oder Farbbild. Und das wandeln wir typischerweise in ein Binärbild um. Das hat den Grund, dass wir nicht nach dem Hintergrund klassifizieren wollen. Also wenn jetzt Merkmale hier in den Hintergrund kommen, dann würde natürlich auch das Papier mitgemessen werden. Man kann jetzt einfach irgendwelche so Art Keypoints, so Schlüsselpunkte suchen. Einer der bekanntesten davon Mechanismen ist der Sift Keypoints. Man kann die auch, natürlich kann man jetzt die filtern, sodass die nicht in dem Hintergrund liegen und nur auf der Schrift liegen.
Wobei für manche Dokumentenarten bringt das was, weil auch die dazwischen, die messen sozusagen, wie groß ungefähr der Abstand ist. Also wenn man ein sehr sauberes Datensatz hat, dann ist das von Vorteil, wenn man, und die alle mit derselben Auflösung aufgenommen wurden, dann ist es von Vorteil, die mitzumachen. Ansonsten ist es besser, wenn man sie weglässt. Dann kann man natürlich auch einfach dense samplen, also man macht einfach jeden fünften Punkt zum Beispiel hier. Oder anhand der Kontur. Also man berechnet sich die Kontur und jedes kleine Rechteck entlang der Kontur betrachtet man dann einzeln, um Merkmale zu extrahieren. Und da kommen wir jetzt auch schon zur Merkmalsextraktion. Die kann man grob in zwei große Klassen einteilen: Handcrafted und gelernte Features. Also Handcrafted meint manuelle bzw. heuristische Feature, die man sozusagen selbst benutzt. Und die nicht gelernt werden. Also gelernt heißt, dass man den Input benutzt, um diese Merkmale erst zu trainieren. Und in der ersten Kategorie, da gibt es nicht nur den SIFT-Keypoint, der die Schlüsselpunkte macht, sondern auch den SIFT-Descriptor. Und das ist der populärste. Deswegen stelle ich den hier jetzt mal kurz vor. Was da passiert, ist im Prinzip, dass man die Gradientenorientierungen bestimmt. Also man kann in jedem Bild die Gradienten, also der Schwarz zu Weiß Übergang berechnet man und man sieht hier, man bekommt hier verschiedene Winkel und die kann man in einem Histogramm abtragen. Also zum Beispiel hier hat man ziemlich oft, liegt man zwischen 45 und 90 Grad. Das sind irgendwie die hier. Und dieser Teil hier, der wäre irgendwie hier so zwischen 180 und 270 Grad. Und ja, das macht man dann und dann hat man so ein Histogramm und diese Histogramme kann man dann miteinander vergleichen. Neuerdings benutzt man allerdings eher gelernte Merkmale und das habe ich dann auch gemacht. Der Nachteil, also sagen wir, fangen wir mit einem Nachteil an. Der Nachteil ist, dass man sozusagen erstmal ein Netzwerk überhaupt trainieren muss auf sein Datenmaterial und dafür typischerweise schon viel Daten braucht. Bei uns ist es aber so, bei Schrift kann man ja einfach eigentlich, also vor allem bei Schreiberidentifizierung, kann man kleine Schriftpatches nehmen. Insofern kann man natürlich sehr viele solche kleinen Patches extrahieren und dann ist dieser Nachteil nicht unbedingt mehr so ein großer Nachteil, außer dass man halt immer noch trainieren muss. Ja. Und das prinzipielle Vorgehen, ich will jetzt nicht zu arg auf Deep Learning eingehen, aber Sie müssen sich das vorstellen, dass man verschiedene Schichten hat, also ein Modell. Es wird ein Klassifikator trainiert, der besteht aus verschiedenen Schichten. Und jede Schicht bekommt eine Abstraktionsstufe mehr. Also ganz am Anfang werden wir vielleicht nur Kanten oder Farbverläufe detektieren und später dann, wenn wir jetzt Gesichter erkennen würden, dann Gesichtsteile und ganz viel später schon ganze Gesichter. Also das ist, je nach, je weiter hinten man im Netzwerk ist, desto mehr sieht das Netzwerk sozusagen. Und wie wird das Ganze angewandt? Also man trainiert einfach auf die Schreiber, also man zieht einen Patch raus und trainiert auf die Schreiber vom Trainingsdatensatz. Die können unterschiedlich sein von denen vom Testdatensatz. Ja, also das ist nur mal noch so am Rande erwähnt, das ist später nämlich wichtig, weil evaluiert wird das Ganze so, dass man aus dem Testdatensatz ein Sample rauszieht und gegen alle anderen testet. Und das macht man für alle Samples und dann bildet man den Mittelwert aus den ganzen Erkennungsraten. Ja, und so kann man eben so ein Convolutional Neural Network, benutzt man typischerweise die letzte Schicht als die Merkmalsschicht. Und die nennt man dann Activation Features, also die Aktivierungsmerkmale sozusagen. Also die Aktivierungen, die letzte Schicht rausgibt, die benutzt man eher. Aber keine Angst, das ist jetzt hier eh nur schematisch dargestellt. Und das muss jetzt auch nicht im Detail so verstanden werden. Man kann da kleine Netzwerke nehmen, die nur so, man sieht es hier, aus 5 Schichten bestehen. Naja, oder wenn man das letzte Layer auch noch mitzählt, dann sind es irgendwie 6 Schichten. Und das wären jetzt eben die Activation Features, die man hernehmen kann. Man kann da auch tiefere Netze nehmen, die dann hier sind das irgendwie 20 Schichten. Ja, die dann, also hier hat man 3 Schichten von denen, 3 Schichten von diesen Blöcken, dann wieder 3, wieder 3. Und dann werden die irgendwie zusammen aggregiert und wir nehmen dort diese Schicht. Ja. Das habe ich dann in späteren Arbeiten, nimmt man natürlich immer das, was irgendwie so State of the Art ist. Und das war eben 2017, 2018 so State of the Art.
Wobei, also das Paper, das Originalpaper hier schon 2016 rauskam. Okay, jetzt hat man ganz viele kleine Merkmale. Und was man jetzt noch machen will, ist, dass man die aggregieren möchte. Das heißt, ja, man will eben einen globalen Merkmalsvektor haben. Nochmal kurz schematisch dargestellt. Wir haben so viele kleine Patches. Wir haben unsere Schrift in viele kleine Patches zerlegt. Wir berechnen irgendwelche Merkmale, seien es jetzt SIFT. Das hier sind irgendwie so Darstellungen von Zernike-Momente, die habe ich gar nicht erst vorgestellt. Oder man nimmt irgendwie sein neuronales Netzwerk und berechnet dort irgendwelche Merkmale. Und diese ganzen, die muss man jetzt irgendwie zusammenfassen. Man könnte jetzt auch alle lokalen Merkmale mit allen lokalen Merkmalen von einem anderen Bild matchen, aber das ist sehr kostenteuer, also sehr teuer. Ja? Also das kostet sehr viel Zeit, das durchzuführen. Deswegen aggregiert man die typischerweise. Und da gibt es jetzt verschiedene Methoden. Ich benutze meistens Flat Encoding, weil das gut funktioniert. Es ist auch relativ simpel zu erklären. Wenn jetzt jedes lilane Punkt ein Punkt in unserem Merkmalsraum darstellen würde, also ein Merkmal. Ja, also jeder Punkt ist ein Merkmal. Also eigentlich ein Merkmalsvektor. Und dann clustere ich. Ich mache ganz, kann man ganz banales K-Means-Clustering nehmen. Und anschließend berechne ich die Distanzen von jedem von diesen Merkmalen zu dem Clusterzentrum. Diese ganzen Distanzen summiere ich auf pro Clusterzentrum und habe dann einen ziemlich hochdimensionalen Merkmalsvektor. Und den nehme ich dann her, um meine Bilder zu vergleichen. Das ist im Prinzip schon der vorletzte Schritt. Der letzte Schritt ist nur noch eine Ähnlichkeit zu berechnen. Hier gehen wir vielleicht noch mal kurz zu dem Beispiel ein, was ich vorhin fast schon angeschnitten hatte. Also wir haben einen Trainingsdatensatz. Da können Schreiber A, B, C, D vorkommen, die jeweils jetzt hier in der schematischen Darstellung zwei Bilder, also Handschriften hier voll. Also wir haben zwei Dokumentenbilder hier vorliegen. Und wir haben ein Testset, was komplett unabhängig ist. Also das benutzen wir wirklich nur zum Trainieren, um zum Beispiel unser Hintergrundmodell zu trainieren. Und das Testset funktioniert dann so, wir benutzen hier wir ziehen ein Sample raus und testen es gegen alle anderen. Und das machen wir dann jetzt für jeden. Und jetzt für meine Dissertation ist mir dann, eigentlich fand ich das komisch, dass man dieses Trainingsdatensatz ja eigentlich gar nicht benutzt für dieses eine Sample hier. Ja, und da habe ich mir dann was überlegt, dass man einen Classifier ja auch benutzen könnte, dieses eine Sample hernehmen und die ganzen negativen Samples auch. Und dann trainiere ich hier einen Klassifikator. Ich habe jetzt hier eine Support-Vector-Maschine trainiert, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Und was man dann bekommt, ist, man bekommt eine Ähnlichkeit nur für diesen, wie weit der hier von denen weg ist. Aber man benutzt sozusagen dieses Trainingsdatensatz, um mein Sample hier zu kalibrieren. Und das bringt nochmal einiges. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt Ergebnisse zeige, ich glaube ich nicht, aber in meiner typischen Weise mache ich diesen Schritt, weil das nochmal um die 5% bringt mit meiner Pipeline. Ja, und dann bekommt man hoffentlich ein bisschen Besseres. Also das schiebt dann typischerweise die Ähnlichkeiten nochmal, also die ähnlichen Dokumente nochmal ein bisschen näher zusammen. Ganz am Anfang habe ich eigentlich nur sozusagen Datensätze hergenommen, die irgendwie zeitgenössisch sind, weil es gab einfach zu der Zeit nichts. Ja, also als ich angefangen habe mit meiner Dissertation. Und ein Datensatz ist trotzdem relativ schwierig, weil es dort nämlich jeder Schreiber dort nämlich zwei Samples auf Englisch und zwei auf Griechisch geschrieben hat. Und man hat sozusagen ja durch diesen einen anderen Sprachsatz, hat man auch zum Teil ja einen anderen Schriftsatz. Und der Datensatz bestand aus 250 Schreibern, also jeder hat vier Samples geschrieben, insgesamt also 1000. Und ich nehme dann immer eins raus. Ja, also ich trainiere erstmal auf meinem Trainingsset
was Unabhängiges von diesem Testset und teste das dann, dieses Einzelne, gegen die anderen 999. Und das mache ich für alle. Und da sieht man, dass heutzutage die Methoden schon sehr, sehr gut funktionieren. Ja, also wir sind hier bei 99,7, 99,6%. Das heißt, von allen sind gerade mal 3 bis 4, die nicht richtig klassifiziert wurden in dem hier. Und auch spannend ist, wenn man sich die weiteren Ergebnisse anschaut. Hier Top, also H2, H3 meint, dass die ersten 2 beziehungsweise die ersten 3 Samples komplett korrekt sind. Und auch hier sind wir schon bei 77%. Das heißt, bei 77% der Fälle wurden sogar auch die beiden griechischen Dokumente als nächstes unter den ersten 3 gefunden, als nächstes zu dem Eingabedokument. Also das funktioniert hier auf diesen sauberen Daten schon sehr gut. Ist auch übrigens ähnlich, egal ob man jetzt andere, ich habe das auch auf arabischen Schriften, also auch zeitgenössischen Schriften natürlich, Datensätzen getestet, auch auf Deutsch und Englisch. Also da sind wir in einem ähnlichen Bereich. Die sind dann im Prinzip noch ein Tick meistens sogar leichter, weil die eben nicht diese Schriftstilveränderung haben. Okay, jetzt, das sieht natürlich besonders aus. Und wenn man, Sie müssen sich vorstellen, das natürlich händisch durchzugehen, ist sehr zeitaufwendig. Und vor allem für Griechisch ist es wahrscheinlich für uns als Menschen sehr schwierig, das auch rauszufinden. Also auch ein Paläograf wird da Zeit brauchen. Witzigerweise, wenn man sich dann die Fehler anschaut, dann sind die für uns als, selbst als Laien, trotzdem noch relativ gut zu entscheiden, dass das eigentlich Falschklassifizierungen sind. Ja, also das sind die 3 Samples, die am häufigsten jetzt falsch klassifiziert wurden. Wenn man sich jetzt hier anschaut, ja, hier die unterscheiden sich doch schon. Vom generellen Output nicht, also die Schreibrichtung zum Beispiel hier ist sehr gleich, aber hier zum Beispiel sieht man auch, der kann nicht sehr gut die Zeile halten, während das hier sehr, sehr gut und sauber funktioniert. Und auch die Ws sind eigentlich unterschiedlich. Man fragt sich jetzt, warum sieht jetzt hier unser Algorithmus das nicht so gut? Und der Punkt ist, dass wir hier, dadurch, dass wir ja patchbasiert, also auf ganz, ganz, ganz kleinen Patches arbeiten, können wir zwar sehr gut Schriftstil unabhängig arbeiten, also egal ob Englisch oder Griechisch. Allerdings, der Nachteil ist, dass wir sowas nicht fassen wie diese Zeilen, dass die jetzt zum Beispiel hier nicht so gut geschrieben sind. Ja? Also diese Regelmäßigkeit der Zeilen, die fehlt jetzt hier. Und deswegen ist das vielleicht für uns jetzt, da sind wir jetzt in dem Fall, werden wir jetzt da überlegen. Okay, gehen wir über zu historischen Daten. Und das habe ich, das ist noch gar nicht so alt, ja, weil dieses Datensatz das erste richtig historische Wettbewerbsdatensatz war eigentlich erst 2017. Und das hat auch einen Trainingsdatensatz, der unabhängig ist von dem Testdatensatz. Testdatensatz hat insgesamt halt 720 mal 5 Bilder. Und dort machen wir natürlich da also insgesamt 3200. Ja, das machen wir natürlich dann genauso wie auch vorher. Und wenn man jetzt einen ganz alten Ansatz von mir benutzt, dann funktioniert das auch relativ gut schon, irgendwie so bei 86%. Da war ich eigentlich schon ganz glücklich. Aber dann habe ich meine Methode benutzt, die eigentlich die neueste ist, ja, von 2018. Und die funktioniert erstaunlicherweise ziemlich schlecht. Und das hat mich natürlich gewurmt. Und meine Annahme war jetzt, dass ich mein Netzwerk zu gut die Schreiber vom Trainingsdatensatz lernt und nicht mehr generalisiert auf die Schreiber vom Testdatensatz. Ich habe da viel rumprobiert, andere Netzwerke, weniger Epochen trainiert, also weniger lang oder andere Encoding-Methoden und so weiter. Aber es hat irgendwie alles nicht so gut funktioniert und auch selbst jemand von dem Wettbewerb selbst hat auch ziemlich schlecht abgeschnitten, der so ein ähnliches Netzwerk benutzt hat. Also da war ich ein Tickchen besser, aber das ist unerheblich. Ja? Also das heißt einfach nur, es ist nicht so einfach anscheinend, mit tiefen neuronalen Netzen gute Performance zu leisten. Und das war tricky, dann das besser zu machen. Also
Ersatztask meine ich damit, dass ich ja auf die Schreiber nicht von dem Testset trainiere, sondern die vom Trainingsdatensatz. Und die sind unabhängig voneinander. Und deswegen, das war meine Conclusion. Okay, anscheinend muss ich mir was anderes suchen. Und da bin ich über einen Ansatz gestolpert, der im Prinzip so trainiert, der benutzt, nimmt sich ein Sample her, zum Beispiel hier jetzt ein Sample von so einem Reh, und transformiert das ganz viel in ganz verschiedenen Varianten. Und eine dieser, also und alle Bilder dieser Varianten, sagt er, ist eine Klasse. Und das funktionierte für den ganz gut. Und ich dachte mir, das ist doch ein schlauer Ansatz. Aber bei Schrift brauchen wir das gar nicht. Ne? Also die Idee war eigentlich jetzt, bei Schrift-Patches, wir haben ja so viele Patches. Und jeder Mensch schreibt ja im Prinzip sind ja jede Strokes, also jede Striche, an sich kommen ja schon ganz oft vor. Also ich brauche eigentlich diesen Schritt gar nicht. Also dieses künstliche Vergrößern brauche ich gar nicht. Und deswegen war dann die Idee, okay, ich berechne mir irgendwelche Merkmale. Also wenn jetzt das hier mein Eingabebild wäre, ich berechne mir jetzt wieder irgendwelche Merkmale, da habe ich SIFT-Merkmale berechnet und gruppiere die einfach. Also ich clustere die und jeder Clusterpunkt ist jetzt eine Klasse. Und zugehörig, also das ist sozusagen das, worauf ich lerne. Und der Eingabe dazu ist der Patch genau an derselben Stelle, wo ich den Merkmal extrahiert habe. Und dann berechne ich wieder genau mein Residual-Netzwerk wie zuvor, benutze aber statt den SIFT-Deskriptoren, trainiere ich die jetzt sozusagen. Und was passiert ist, dass ich ähnliche Patches ähnlich zueinander mache. Und das fand ich ganz schick. Also man braucht keinerlei Schreiber-Labels. Man kann das einfach komplett unüberwacht trainieren. Das heißt, mein Trainingsdatensatz können irgendwelche historischen Schriften sein. Die müssen nicht mal gelabelt sein. Also das heißt, gelabelt heißt, dass ich zu jedem Dokument schon einen Schreiber weiß. Ne? Und hier ist es jetzt total unüberwacht. Könnte also auch irgendwie andere Schriftstücke nehmen, solange die Gattung muss natürlich stimmen. Ja. Also ich muss hier trotzdem noch weiterhin auf Briefen trainieren, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Also wenn es dann Urkunden wären, die irgendwie ganz andere Handschrift haben, dann würde das natürlich nicht funktionieren. Und ja, dieser Ansatz, der verbesserte dann gleich meinen alten Ansatz um 3%, was schon viel ist. Ja. Also das ist nicht nur ein bisschen, sondern bei 3200 Samples ist das eine ganz schöne Menge. Und das wären auch die eigentlich fast gleichzeitig erschienen sind auf der Competition. Also man sieht, das hat ganz gut funktioniert. Selbst 2018 ist es noch ein bisschen schlechter. Mittlerweile gibt es einen Ansatz, der 1% besser ist. Ja. Okay. Was sind da die Fehlerfälle? Hier ist es so, dass wir das Datensatz an sich ist ein bisschen problematisch, weil der wurde automatisch generiert und als Label wurde der Autor hergenommen. Allerdings muss der Autor ja nicht gleich der Schreiber sein. Also der Autor kann ja einen Sekretär gehabt haben, der für ihn die Briefe schreibt. Insofern gibt es offensichtliche Fehler, wie zum Beispiel hier diesen hier, wo ich bin zwar kein Paläograf, aber ich bin trotzdem ziemlich sicher, dass das nicht derselbe Schreiber ist. Also selbst wenn er jetzt eine andere Tinte gehabt hätte, schauen doch die Buchstaben sehr unterschiedlich aus. Also hier zum Beispiel das P, das ist diesen P hier. Also ich bin mir ziemlich sicher und ich habe bisher auch noch keinen gefunden, der mir was Gegenteiliges gesagt hat. Eine andere Fehlerquelle ist natürlich, dass ich eine Binarisierung hergenommen habe. Also um den Hintergrund von dem Vordergrund zu trennen, habe ich das genommen, was das Competition-Datensatz sozusagen auch bereitgestellt hat. Und das ist nicht perfekt, weil das wurde auch automatisch generiert. Und also nicht nochmal nachjustiert sozusagen manuell. Und hier sieht man zum Beispiel, dass Schriften, die vom Hintergrund durchdrucken, also Tinte, die man sozusagen von der Hintergrund sieht, auch teilweise binarisiert wurden. Und das gibt natürlich dann Fehler
in den Patches, weil genau überall, wo was Weißes ist, werde ich ja einen kleinen Patch extrahieren, einen Merkmalsvektor berechnen und dann werde ich alle aggregieren. Das heißt, wenn da sehr viel von diesem Rauschen ist, dann ist das problematisch. Wenn nur so ein bisschen ist, das ist kein Problem, das geht unter sozusagen, weil die Schriftstücke, die Briefe relativ groß auch sind. Das bringt uns jetzt zum nächsten Fall, nämlich zu Papyri-Daten. Da werden wir nämlich sehen, dass das noch viel, viel problematischer dort ist. Das habe ich erst relativ kürzlich evaluiert, weil den Datensatz, den gibt es auch erst seit 2019 und das Papier, was ich dazu geschrieben habe, ist gerade noch unter Review, deswegen steht hier auch noch nichts. Aber ursprünglich ist dieses Papyri-Datensatz von Mohamed et al. Publiziert, frei verfügbar, kann jeder damit rumspielen, hat 50 Bilder von, ich glaube, mittlerweile haben sie es sogar vergrößert, den Datensatz, aber das ursprüngliche GRK50 sozusagen, Datensatz wurde geschrieben von 10 Schreibern. Und jedes Schreiber hat ungefähr 4 bis 7, das ist unterschiedlich, Schriftstücke. Und wenn man das jetzt einfach so anwendet, Standardansatz von mir sozusagen mit SIFT-Deskriptoren jetzt gar nicht irgendwie tiefes Lernen, weil da bräuchte ich ganz viele oder zumindest mehr als 50 Samples von Papyri. Die würde ich wahrscheinlich irgendwo kriegen, aber ich wollte da jetzt nicht weiter rummachen. Deswegen habe ich jetzt einfach SIFT-basierte Merkmale extrahiert, wieder Flat-Encoding benutzt, noch ein paar mehr Tricks angewandt, die in der Zwischenzeit so publiziert wurden. Und das dann mal verglichen mit dem ursprünglichen Ansatz. Und da kommen wir schon relativ nah. Also Sie müssen wissen, 50 Bilder gab es zum Testen. Das heißt, das ist jetzt genau ein Bildunterschied, 2%. Ja, ich hoffe, das ist klar. Ja, ja und also da, man, ich lag sozusagen nur ein Bild daneben, war ich schon mal ganz glücklich und habe mir dann natürlich angeschaut, was passiert eigentlich. Also wenn ich jetzt hier so Merkmale extrahiere, dann manchmal funktioniert das relativ gut. Also das sind jetzt die SIFT Keypoints. Ich habe SIFT Keypoints, also so Schlüsselpunkte extrahiert. Und das liegt größtenteils hier auch auf der Schrift. Manchmal im Hintergrund. Aber bei dem Schriftstück sollte das wohl noch relativ gut funktionieren. Bei anderen allerdings, gerade vor allem, wenn auch diese Papyrus, diese Linien hier sichtbar sind, also von den Fibers, dann landen da natürlich ganz viele Keypoints dahinter. Und das ist natürlich dann problematisch. Wir haben auch welche, wo es einfach total random ist. Also klar, es liegt irgendwie so ein bisschen mehr dort, wo es schwarz ist, aber schon sehr viele auch im Hintergrund. Das heißt, wir würden hier sehr wahrscheinlich, haben wir jetzt, wenn wir das so anwenden, sehr viel auf dem Hintergrund klassifiziert. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten, wie man das System robuster dagegen machen kann, gegen solche Artefakte und Rauschen. Man kann entweder ein neuronales Netzwerk trainieren, was ganz viel künstlich solches Rauschen macht, sodass es invariant gegenüber diesem Rauschen wird. Und die andere Variante ist, ich versuche das Rauschen zu entfernen. Das kann man natürlich dann auch mit einem neuronalen Netzwerk machen, aber es gibt auch banalere Methoden. Ja. Also das Ganze sozusagen geht dann wieder, bricht sich runter auf Binarisierung, also Text von dem Hintergrund zu trennen. Und wenn man das jetzt auf unserem Datensatz hier machen, machen wir mal eine relativ Standardmethode, das ist von Su et al. Entschuldigung, hier fehlt die Referenz, das muss ich noch hinzufügen. Also das war Su et al. 2010 publiziert auf dem Workshop von Document Analysis and Systems, falls es jemand nachschlagen möchte. Und das funktioniert schon recht gut. Hier fehlt allerdings Schrift. Ne? Also das sieht man, hier ist auch ein bisschen immer noch ziemlich viel Rauschen im Hintergrund. Hier hat es recht gut funktioniert. Und hier so lala, so dazwischen, würde ich sagen. Wenn man das jetzt benutzt, dann wird man allerdings schon deutlich, deutlich besser. Also man sieht, allein so eine Segmentierung bringt schon einen enormen Vorteil. Und jetzt gibt es natürlich, kann man eine bessere Methode nehmen. Zufälligerweise hat mein Kollege nämlich gerade, es ist noch nicht publiziert, aber ich habe das deswegen, der heißt Angelos,
Und deswegen habe ich das ganze AnguNet benutzt, weil es eine Variante ist, was basiert auf einem populären medizinischen Segmentierungsnetzwerk, was UNET heißt. Und UNET wird aber auch in der Dokumentenanalyse benutzt und er hat dann eine spezielle Variante davon trainiert und die funktionierte da schon so gut, dass wir dachten, okay, das müssen wir jetzt doch mal ausprobieren, ob das dann noch mehr, das dann das noch Ganze verbessert. Wenn man sich hier ein paar Beispiele anschaut, sieht man das jetzt auch im Gegensatz jetzt zu dem Zoo, ja, funktioniert das schon deutlich besser. Also zum Beispiel, zumindest hier das links und das aber rechts oben. Das hier, witzigerweise, das in der Mitte, ist ein Tickchen schlechter geworden, aber nicht viel. Ja. Und wenn man das benutzt, bekommt man noch mal, wird man noch mal 6% besser. Also man erkennt noch mal drei Dokumente richtig. Also richtiger. Hier noch mal, was man, ah ja, genau, eine zusätzliche Variante, die ich jetzt ausprobiert habe, ist jetzt normale SIFT-Keypoints versus den Restricted. Das heißt, ich entferne jetzt alle Merkmalsvektoren, die hier irgendwie dazwischen drin liegen. Weil ich dachte mir, okay, bei den Papyri-Daten macht das vielleicht mehr Sinn, die wegzulassen. Und das bringt dann nochmal ein bisschen mehr. Also nochmal ein Dokument mehr finden wir hier korrekt. Also man sieht hier, dass so Artefakte einiges ausmachen. Wenn man die sozusagen bereinigt, dann bringt das sehr viel. Und jetzt möchte ich ein bisschen auf ein anderes Thema kommen, nämlich die Handschriftgenerierung. Und bringt im Prinzip eine neue Ebene, ja, in unsere Schreiberidentifizierung. Weil wenn wir es schaffen können, Schrift zu imitieren, also nicht nur zu generieren, sondern wirklich einen Schreiber zu imitieren, dann wird es natürlich sehr schwierig für uns, auch für die Schreiberidentifizierung. Man muss die natürlich jetzt auf einmal auch dagegen, also invariant werden. Also zumindest in der Forensik. Jetzt bei historischen Schriften, ja gut, vielleicht möchte auch jemand das irgendwann mal faken, ja, also fälschen. Und dann wäre das natürlich auch wichtig, dort Schreiberidentifizierungsmethoden zu haben, die eventuell das auch erkennen können. Das ist jetzt ein langer Bogen gespannt. Es gibt aber auch ganz praktische Argumente, warum man eigentlich Handschrift simulieren gerne möchte. Und es gibt, und das, warum wir eigentlich das Ganze gestartet haben, begann damit, ja, ich habe mit einem Kollegen ein bisschen gequatscht und der meinte, und irgendwie sind wir davon gekommen, der hatte irgendwie eine Idee, was ist denn, wenn ich jetzt ein Computerspiel spiele und ich habe einen gebrochenen Finger, könnte ich dann die Bewegungen, die diese Finger machen, könnte ich die imitieren. Und von dieser Idee sind wir dann weitergekommen, okay, was ist eigentlich, wenn ich jetzt überhaupt nicht mehr schreiben kann, aber vielleicht gerne möchte, ja, weil ich zum Beispiel persönliche Grußkarten schreiben will oder irgendwas noch gerne unterschreiben. Naja, unterschreiben, da geht es vielleicht auch digital oder mit der linken Hand vielleicht kurz. Aber wenn ich wirklich Briefe noch handschriftlich schreiben will und für diese Leute ist sowas, glaube ich, doch gut. Und dass das auch aktiv ist, dass ich das nicht nur hier so herzaubere irgendwie und das konstruiere, ja, das liegt, also das, da bin ich ganz sicher, weil nämlich hat nämlich auch jemand angeschrieben, der einen Tremor hat, also wirklich nicht mehr sauber schreiben kann. Und für den, der würde sich sehr freuen, wenn es so eine Software gäbe. Im Moment ist das Ganze noch nicht ganz so weit, aber vielleicht wird irgendwann mal ja ein Produkt daraus. Es gibt noch andere Szenarien, zum Beispiel, wenn man in Filmen irgendwie Sprache von anderen Leuten sieht, jetzt hier irgendwie, ja, beim Herr der Ringe irgendwie Bilbo Beutlin, aber und man möchte das gerne in der Schrift haben, in der man, also in seiner Sprache, ja, übersetzt. Ja, und dann könnte man die sozusagen da sozusagen so reinpasten. Man könnte es auch benutzen, um zusätzlich Trainingsmaterial für Handschrifterkennung zu machen. Das würde uns nämlich möglich machen, ganz viele Handschriften zu generieren, mit automatisch noch ja, Rauschen draufwerfen und so weiter. Und dann könnte man Handschrifterkennungsalgorithmen noch besser trainieren. Denn das ist ein großer Faktor, was das ausmacht, ist, wenn man noch synthetische Daten hat.
Kurzüberblick, ich werde da nicht mehr jetzt zu lange drauf eingehen. Der Vortrag wird auch nicht mehr so lange gehen. Aber nur kurz, damit Sie einen Einblick haben, wie sowas funktioniert. Wir haben das Ganze so gemacht, dass wir einen Offline, also so unser Schriftstück, ja, was wir jetzt vorliegen haben, eingescannt haben, führen wir über in eine Online-Repräsentation. Was das heißt, ist, dass wir zu jedem Pixel wissen auch, wann der geschrieben wurde. Das muss nicht genau die Original natürlich sein, das können wir gar nicht mehr wiederherstellen. Also wie genau war, zu welchem Zeitpunkt, wann, welcher Schrift, Strich geschrieben wurde, das können wir natürlich nicht wiederherstellen. Aber wenn wir eine konsistente herstellen, dann langt das schon, um dort dann einen Schreiberstilwechsel zu machen. Also und das so überzuführen und in einer bestimmten Handschrift zu schreiben. Und dann anschließend müssen wir noch zum Beispiel den Stift und die Farbe, also die Strichdicke, müssen wir dann auch noch zusätzlich simulieren. Wir haben da gibt es noch jetzt so einen Zwischenschritt, das ist eine Skeletonization, das heißt, wir bilden das Skelett ab, weil von dem Skelett ist eine Online-Approximation relativ simpel. Und auch umgekehrt kann man natürlich von der Online-Repräsentation ganz einfach ein Skelett rendern und dann wieder zurückkommen und den Image, also diesen Bildstiltransfer machen, beziehungsweise Schriftstiltransfer. Ganz kurz, wie funktioniert das? Wir haben uns da ausgesucht, also wir lernen auch die Skeletonisierung lernen wir. Das ist ein bisschen besser, als wenn man so primitive Skeletonisierungsalgorithmen benutzt. Also man sieht es hier vielleicht, ja, bei diesem Punkt hier müsste man es eigentlich ganz gut sehen. Oder auch hier, da funktioniert es auch ein bisschen besser. Dann haben wir sozusagen ein Skelett. Von dem Skelett müssen wir jetzt noch die Striche ableiten. Und das im Prinzip wird das dann ein Graphenproblem und das kann man mit Dijkstra lösen. Aber was letztendlich rauskommt, ist dann, dass man verschiedene Striche hat. Also jetzt hier so eine Kreuzung zum Beispiel wird geteilt in zwei Striche. Und der letzte Schritt, den man machen kann, ist, wenn man jetzt jeden Punkt hernimmt, den wir jetzt hier haben, dann wird das auch wieder zu schwierig für das neuronale Netzwerk, dort den Gesamtüberblick rauszufinden. Man könnte jetzt einfach random samplen oder konstant samplen, aber das hat sich gezeigt, dass das nicht ganz so gut funktioniert. Man will im Prinzip dort mehr samplen, also mehr Punkte generieren, in dem, wo man sozusagen abbremst. Also je langsamer man dort ist oder je unterschiedlicher die ist, dort will man sozusagen abbremsen, mehr samplen und dann in den geraden Richtungen wieder langsamer samplen. Und ja, das kann man so eine Art Importance Sampling oder Maximum Beschleunigung auch nennen. Also dort, wo wir sozusagen weniger Beschleunigung haben, dort samplen wir häufiger. Das war sozusagen der Vorschritt. Und jetzt mal kurz noch, wie gut funktioniert denn die Synthese von der Online, also jetzt sind wir hier beim Online zu Online. Das heißt, hier in dem Fall, das ist ein leichterer Fall, als wir haben. Und das funktionierte schon 2013 recht gut. Und wir haben jetzt sozusagen ein paar Jährchen gebraucht, bis wir diesen Algorithmus so umgebaut haben, dass es auch mit Offline-Daten funktioniert. Und wir benutzen allerdings als Kern immer noch dieses Algorithmus hier, der sozusagen den Schreiberstil anpasst. Also das wäre der Stil und wir geben sozusagen den Text vor, I'm a synthetic sample und es schreibt sozusagen dann oder soll in diesem Art dann schreiben. Und Sie sehen schon, hier ist überall die Strichdicke 1, also hier fehlt noch komplett der letzte Teil, nämlich der Schrift, also der Stiftstil. Dafür muss man die Stilinformationen vom Eingabebild extrahieren. Die räumliche Komponente soll aber keine Rolle spielen, also wo genau das war, weil sonst könnten wir ja nur wieder genau dasselbe transferieren. Insofern
ja, dafür benutzen wir jetzt auch ein neuronales Netzwerk. Und hier diese räumliche Komponente geht deswegen flöten, weil wir hier dieses Max-Pooling verwenden. Und dieser Stil wird dann einfach dran addiert und schon hat unser Decoder-Part, also das ist das Ausgabebild dann. Dieser Ausgabebild hat sozusagen nicht nur Informationen vom Eingabebild, sondern auch von unserem Stilbild. Also Eingabe meine ich hier den Eingabetext und hier, das ist das Eingabebild. Okay, wir haben eine kleine User-Studie gemacht, also Nutzerstudie. Da haben wir jetzt sozusagen gefragt, okay, wir haben einzelne Wörter den Menschen gezeigt und ihnen sie nur sozusagen gefragt, okay, ist das jetzt richtig? Also ist das ein echtes oder ist das ein synthetisch generiertes? Das ist natürlich deutlich schwieriger als der zweite Task, wo wir auch den Stil mit vorgegeben haben. Und wir haben sozusagen auch dann gefragt, okay, welches davon ist, denken Sie jetzt, ist das der, gehört zu dem Originalen? Ja? Also welches ist das echte Wort zu diesem Wort? Und wenn man das macht, also unsere Nutzerstudie hat dann herausgefunden, okay, in 58% der Fälle, also 50% wäre perfekt. Ja, da könnten wir, jeder würde überlistet werden. Und hier, also ein bisschen besser sind die Menschen, also sie können in 60% der Fällen richtig entscheiden, ob es noch Fälschung ist oder nicht. Und wenn man den Stil noch hat, dann auch sogar in ungefähr 76%. Also dort, das funktioniert, ist natürlich vereinfacht das Problem gehörig. Eine kleine Unterstudie haben wir auch noch gemacht. Wir hatten nämlich verschiedene Kategorien. Also Humanities-Studenten oder beziehungsweise nicht nur Studenten, sondern auch ja, Doktoranden, Professoren haben hier mitgemacht. Computer Vision, wirklich nur die irgendwas mit Bildern zu tun haben. Und die CS steht für Computer Science und O steht für Others. Und man sieht, okay, Humanities sind wohl am sorgfältigsten, aber nicht viel sind jetzt Computer Vision Menschen, können auch das relativ gut entscheiden noch. Ja? Also die sie entscheiden konnten. Dann haben wir noch ausgetestet, ob das jetzt wichtig ist, ob man jetzt für Wörter trainiert, die wir später nicht abfragen, also ob wir im Trainingsdatensatz andere Wörter benutzen als in unserem Testsatz. Oder ob das eine Rolle spielt, das spielt nicht wirklich eine Rolle. Sogar witzigerweise hier bei den Worten waren die ein bisschen schlechter. Also die Menschen konnten das besser detektieren. Und dann haben wir noch, vielleicht haben Sie es schon gesehen, hier in den Beispielen haben wir einen Hintergrund reingemacht. Das haben wir künstlich reingemacht in jedes von diesen, also nicht in allen Samplen, sondern nur in 50% der Samples. Und wir wollten wissen, ob das beeinflusst, das Ergebnis. Aber das hatte fast keinen Einfluss hier, ob das jetzt halt synthetischen Background hatte oder einen weißen Background. Also W steht hier für White und S für Synthetic. Okay, Sie wollen jetzt wahrscheinlich ein paar Beispiele sehen. Und es ist hier immer der Stil angezeigt. Hier der Stil und hier dann generierte Wörter. Also Sie sehen schon, manchmal funktioniert es sehr gut. Straight, Attention, Assembly, Higher wurde sehr gut, aber hier, die sind schon eindeutig zu erkennen, dass hier was schief ging. Oder hier auch mal ganze Zeilen, die wir generiert haben. Das funktioniert manchmal gut, manchmal weniger gut. Also hier nicht ganz so gut, würde ich mal sagen. Aber hier schon gar nicht schlecht. Man kann natürlich unterschiedliche Hintergründe verwenden. Das ist gar kein Problem. Wir haben da eine ziemlich gute Methode von meinem Kollegen. Wenn man sich das jetzt auch anschaut auf einer Basis, wenn man jetzt das Original daneben hält, neben dem Text, den wir jetzt generiert haben, dann sieht man aber schon, wenn man genauer hinschaut, dass da Unterschiede sind. Also vielleicht bei dem Look ist noch irgendwie so ein eher schlechtes Beispiel, wobei man vielleicht auch an den O's das ganz recht gut unterscheiden kann. Ja, also, aber bei dem O und F zum Beispiel, das F hier, alle Fs hier, fast alle, wurden anders geschrieben als die Fs hier. Also wenn man sich das off und dieses off hier anschaut, dann sind die doch schon ziemlich unterschiedlich. Klar können wir Menschen tendieren auch, zum Beispiel ich tendiere oft, mein S anders zu schreiben. Einmal in Schreibschrift S und einmal als irgendwie so Druckschrift S. Also das kann schon vorkommen,
Allerdings ist es trotzdem hier, würde ich sagen, schon ein Fehler von dem Algorithmus noch. Also hier funktioniert das einfach noch nicht perfekt. Was recht gut funktioniert, ist der Stift. Also der Stift wird wirklich gut simuliert. Man sieht ein bisschen wenig von diesen schwarzen Punkten, ist mir aufgefallen. Aber man sieht helle Flächen auch recht gut. Und also wenn man die nebeneinander, würde sehr schwierig sein, auseinanderzuhalten. Und um die Brücke jetzt wieder zur Schreiberidentifizierung zu schlagen, wenn man jetzt das testet, wir haben das mal getestet, wie gut ist denn unser Algorithmus? Wie gut könnte der denn jetzt noch generierte auseinanderhalten? Und das haben wir so getestet, indem wir eine Datenbank gemacht haben von ganz viel von den echten Samples und von den generierten. Dann haben wir ein generiertes, also zu jedem generierten gibt es immer nur ein, zu jedem echten Sample gibt es immer nur ein generiertes. Und dann haben wir sozusagen rausgezogen, ein echtes und geschaut, ob wir das Generierte finden. Und tatsächlich, in manchen Fällen konnte sozusagen auch die automatische Schreiberidentifizierung überlistet werden. Ja, zu 25%, in dem Fall, wenn wir jetzt Wörter benutzen, mit denen wir auch trainiert haben, also dass die sozusagen auch hier vorkommen, bei denen, die wir hier generiert haben, dann funktioniert es zu 25%. Das heißt, in Viertel der Fälle konnten wir sozusagen auch unsere automatische Schreiberidentifizierung dazu bringen, dass sie unsere generierten Schriftstücke als echt ansieht, beziehungsweise nicht als echt, weil das haben wir ja nicht vorgeschrieben, sondern als den Schreiber, der da jetzt drinnen war. Also das zeigt, dass, ja, wie eingangs schon erwähnt, dass man jetzt irgendwie auch noch sowas hat, einen neuen Faktor, ja, in der Schreiberidentifizierung, nämlich die Generierung von Handschrift. Okay, das bringt mich auch schon zum Schluss meines Vortrags. Kurze Zusammenfassung. Ich habe so ein bisschen über Schreiberidentifizierung und Retrieval erzählt. Und hier haben wir gefunden, herausgefunden, dass vor allem bei historischen Schriften macht die Vorverarbeitung noch einiges aus. Also wie schon erwähnt, man kann das vielleicht auch in der Zukunft innerhalb des Netzwerkes simulieren. Aber im Moment ist es besser, wenn man das einfach entfernt durch einen zusätzlichen Schritt am Anfang der Binarisierung. Dann Handschriftgenerierung ist möglich und das ja, birgt jetzt neue Herausforderungen an unsere Schreiberidentifizierung und auch an automatische Schreiberidentifizierung. Woran arbeiten wir jetzt im Moment? Wir arbeiten auch daran, diese Handschriftgenerierung besser zu machen, denn vor allem zum Beispiel Menschen, die sehr schräg oder sehr, ja, nicht schön schreiben, für die ist es schwieriger, die Handschrift zu imitieren. Also wenn sie eine, entschuldigen Sie den Ausdruck, Sauklaue haben, dann ist es für uns schwieriger, die zu imitieren. Und das zusätzlich kann man natürlich auch an den richtigen Sachen arbeiten. Ne? Also an Schreiberidentifizierung von historischen Dokumenten, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass die gefälscht sind, indem man irgendwie solche Rauschen noch besser macht oder eine fein granulare Identifizierung und Klassifikation. Ein Punkt, den ich jetzt hier auch gar nicht so richtig angesprochen habe, der aber immer wichtig ist, wenn ich mit Geisteswissenschaftlern arbeite, ist die Nachvollziehbarkeit. Also wieso denkt jetzt mein Algorithmus, dass jetzt dieser Schreiber ähnlich zu dem ist? Diese Nachvollziehbarkeit ist natürlich sehr schwierig zu gewährleisten. Ja? Egal welchen Algorithmus Sie da nehmen, ist es immer schwierig. Egal, ob Sie jetzt ein tiefes neuronales Netzwerk oder ein Random Forest nehmen oder so. Es ist deutlich schwieriger herauszufinden. Aber hier arbeiten wir auch daran. Zum Beispiel kann man, wenn man jetzt patchweise vorgeht, könnte man auch die Patches hervorheben, die jetzt besonders wichtig waren zu der Entscheidung, dass es dieser Schreiber ist. Da arbeiten wir auch gerade dran. Ja, ein Langzeitprojekt mit einem Kollegen von mir ist, wie man vielleicht die Schriftevolution über die Zeit und möglicherweise auch ja, wenn man hat, die Ortsinformation hat, wie sich sozusagen die Schrift entwickelt und vor allem die Handschrift, ja, also dass man prägotische Schrift, gotische Schrift und so weiter unterschiedlich entwickelt sich ja, kam ja zu unterschiedlichen Zeiträumen. Und das finde ich sehr spannend. Herzlichen Dank, das war's von meinem Vortrag. Ja.
Ich kann jetzt noch Fragen beantworten. Sie können auch raten, welches von diesen beiden Samples ich geschrieben habe und welche mein Kollege zum Beispiel. Also das da oben habe ich geschrieben und eins davon war mein Kollege und eins war ich.